Ja, Kinder, das ist es. Mein neues Fahrrad. Das war Papas Überraschung an mich. Mal sehen, wann ich das nächste Mal nutzen werde oder das erste Mal. Boah, das ist ja ein BMX oder so. Ich weiß nicht, wozu brauchst du das denn? Das ist ja ein richtig Sportfahrrad. Oh, cool. Und dann noch in Gelb. Mama, kannst du da nicht so einen Kindersitz für kaufen, damit ich immer mit dir mitfahren kann? Das wäre voll cool. Emma, das könnte ein bisschen schwierig sein. Das ist ein Fahrrad, was nicht für solche Ausflüge gedacht ist. Das ist ein Mountainbike. Das ist eher was Sportliches, kein Mami-Fahrrad. Genau so ist es, Emma. Das ist nichts für kleine Babys, sondern eher nur was für mich. Guck mal, ich kann damit auch fahren. Julian, das ist nichts für dich. Du bist viel zu klein dafür. Guck mal, du kommst noch nicht mal an die Pedalen dran. Das ist nur für mich gedacht. Oh, als ob das eine Spezialanfertigung wäre. Aber nun gut, du hast recht, das ist ein bisschen zu groß. Damit kann ich ja keine Tricks machen. Naja. Julian, jetzt komm endlich. Wir wollen doch auf den Spielplatz. Beeil dich mal. Heute ist schönes Wetter. Ja. Mama, versprochen, wir sind in einer Stunde wieder zurück zum Mittagessen. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Spielplatz um die Ecke. Ciao. Stopp. Kinder, heute geht das nicht. Wir müssen gleich weg. Hm? Wie, was? Wieso denn? Warum? Mama, wir haben Wochenende. Also ich verstehe jetzt nicht. Wo wollen wir denn hin? Du hast jetzt gesagt, es ist freie Zeit. Freizeit. Wir wollen auf dem Spielplatz. Julian, wir müssen leider gleich zur Schule. Genau, zur Schule. Was? Es ist doch Wochenende. Wir haben am Wochenende keine Schule. Ist das jetzt etwa, weil ich einmal die Woche jetzt frei hatte? Nein, es ist Wochenende. Ich gehe nicht zur Schule. Tja, Julian, da hast du wohl Pech gehabt. Du kannst in die Schule gehen und ich gehe nach oben und spiele ein bisschen. Viel Spaß. Emma, so leicht geht das leider nicht. Du musst auch mit zur Schule kommen. Wir gehen alle zusammen. Haha. Aber ich bin doch noch in der Kita. Was soll ich denn in der Schule? Tja, Pech gehabt. Mama, tut mir leid, also wenn du mir ein besseres Argument bietest, als dass wir jetzt einfach so zur Schule gehen, dann klappt das nicht. Also es ist Wochenende und da haben wir keine Schule, also muss ich auch nicht zur Schule, das weißt du. Da hat er ausnahmsweise mal recht, am Wochenende muss er natürlich nicht zur Schule, aber wie soll ich ihm das sonst erklären? Für mich wird das auch nicht spannend. Warte mal, haben wir jetzt, Mama ist weg, haben wir jetzt wirklich gewonnen gegen Mama oder wie? Ich glaube schon, sie hat sich geschlagen gegeben. Ha. Martin, ich habe keine Ahnung, wie ich das Julian und Emma erklären soll mit dem Tag der offenen Tür in der Schule. Auf die Schule haben die keine Lust, kannst du das mal bitte übernehmen? Ach, mein Schatz, hast du unsere Kinder immer noch nicht verstanden? Besonders die beiden. Ich übernehme das, kein Problem. So, Emma, ich glaube, wir haben wirklich diesen Kampf hier gewonnen. Das heißt, wir dürfen wohl auf den Spielplatz. Tschüss! Ja, tschüss, ihr beiden. Naja, ist ja ein bisschen schade, dass ihr jetzt die Überraschung verpasst. Aber nun gut, ihr wollt ja auf den Spielplatz. Was, hab ich mich gerade verhört? Überraschung? Was denn für eine Überraschung? Hallo? Emma, das ist nur ein Köder. Der will dich doch nur veräppeln. Nein, es gibt keine Überraschung oder so. Nicht? Nee, also die Überraschung ist gar nicht so toll. Ist ja nur direkt neben einem Skatepark. Ja, das ist gar nicht so toll. Was? Skatepark? Oh, cool. Da müssen wir schnell hin. Ja, ich will auch. Sofort. Mit dem Roller. Ach so, ja, also hat euch das eure Mutter nicht eben gesagt? Wir müssen ja zur Schule und ja, da gibt es eine tolle Überraschung und ist natürlich neben dem Skatepark. Oder, Claudia, wie war das nochmal? Was? Wovon redet er überhaupt? Skatepark. Wenn das die Kinder rauskriegen. Ja, natürlich, klar. Ja, hört ihr? Oh, Mama, das hättest du doch sofort sagen können. Da sind wir doch direkt dabei in der Schule. Da gehe ich am Wochenende auch in die Schule. Aber wo ist denn hier ein Skatepark und wo dann an der Schule? Na, egal. Tja, dann sollten wir uns wohl beeilen. Hanna wartet schon auf uns. Und was war jetzt die andere Überraschung? Habe ich jetzt Geburtstag oder wie? Was? Ich weiß doch nicht, wann ich Geburtstag habe. Na gut, dann machen wir uns mal alle auf den Weg zur Schule. Oh Mann, wenn Julian und Emma rauskriegen, dass wir sie angelogen haben, das gibt ein Theater. Oh yes, das wird ja ein super Tag heute. Wird spitze. Ja, ich freue mich drauf, was für eine Überraschung es wohl gibt. Oh Gott. Diese Überraschung ist euch echt gelungen, absolut, muss ich sagen. Was ein Wahnsinn. Martin, wusstest du etwa, was hier los ist am Tag der offenen Tür? Also, ich wusste von nichts. Claudia, ich bin ganz ehrlich. Also, ich hatte gar keine Ahnung. Was ist denn hier los? Oh, das sind so Brio-Züge und so. Ja. Das ist ja ein Brio-Land hier. Eisenbahn. Wow. Und guck mal hier. Ist das Benjamin Blümchen? Was macht er da? Als Astronaut und da ist auch Hannah und Pia. Hey, Julius. Und da ist auch ein Schnellzug. Der kann ganz schnell fahren. Und die fahren weg. Auch. Zack. Oh, das ist ja klasse. Wow. Warte mal, was sind das denn für Figuren? Ist das etwa Batman und das Joker? Was machen die hier? Wer ist da drunter? Oh, also wenn die Schule immer so ist hier voneinander, dann komme ich immer hier hin. Aber ich sehe auch keine Schule. Ach, die ist da hinten. Na, egal. Komm, Emma. Hey, Mama. Hey, Papa. Ihr seid ja da. Das ist wirklich der coolste Tag der offenen Tür, den wir jemals hatten. Ja, also ich dachte mir, so ein normaler Tag der offenen Tür, das ist ja ein bisschen langweilig. Ich meine, den Kindern muss es ja Spaß machen. Ich weiß, der Herr Grob ist manchmal ein bisschen grob, aber naja, was soll's, das mag doch jeder. Der Zug fährt ein, Platz da. Julian, komm, steig auf. Wie, kann ich das einfach so los machen, oder wie? Ja, warte, ich komme. Boah, diese Züge sind absolute Knaller, da passe ich auch noch rein. Oh, da kommt noch ein Zug, das gibt gleich einen Unfall. Oh, Zugführerin Emma Vogel wird die Weiche stellen und das Unglück verhindern. Julius, also, was ist das denn für eine coole Sache hier bei euch an der Schule? Das hat alles sehr grob gemacht. Wir wussten von echt Mann, ein richtiges Brio-Land cool, hier. Oder? Ein Freizeitpark.
Martin, ich bin absolut sprachlos. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das hier so aussieht, aber den Kindern scheint es echt zu gefallen. Ich glaube nicht nur den Kindern. Und ist das etwa die Bürgermeisterin? Was macht die denn hier? Ach, so ein tolles Spektakel hier an der Schule. Das werde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und das muss dringend auch in unsere Playmobil-Zeitung. Und jetzt alle hinsetzen. Die Fahrt geht weiter zum Ostbahnhof. Fahrtickets muss ich gleich noch kontrollieren. Moment. Und Mama, gefällt es dir? Ist das nicht super cool? Wir wussten das selber noch nicht. Herr Grob hat uns alle überrascht. Wir dachten, wir müssten den Unterricht vorstellen. Also für mich sieht das eher aus wie ein Schulfest. Ja, Herr Grob meinte auch, das ist ein Schulfest und nicht mehr Tag der offenen Tür. Oh, klasse. Sogar Erwachsene dürfen auf dem Zug mitfahren. Alle Mann festhalten. Boah, Hanna, sag mal, hast du das hier mit aufgebaut? Ja, voll die coole Kannst Idee. Kannst du ja bei uns zu Hause auch aufbauen vielleicht? Nein, ich war das nicht. Als ich hier heute Morgen hingekommen bin, war schon alles aufgebaut. Oh, cool. Und Herr Grob hat wohl noch eine Überraschung für uns. Da war noch keiner. Wollen wir uns die vielleicht mal anschauen? Warum denn alleine? Sag mal allen Bescheid, dann gehen wir mal dahin. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Also für mich ist das schon Überraschung genug hier, dieser Freizeitpark. Was? Da kommt noch mehr? Das kann man doch gar nicht toppen. Leute, hört mal alle zu. Hier ist es zwar super cool, aber Herr Grob meinte, dass vor der Schule auch noch eine Überraschung für uns ist. Ich weiß zwar echt nicht, wie man uns noch mehr überraschen kann, aber lass uns da alle hingehen. Oh mein Gott, Dave, schau Na, mal. Was ist hier los? Das ist ja echt der Hammer, was sich Herr Grob alles einfallen lassen das hat. Das hat niemand von dem gedacht. Hanna, das ist so ein Paw Patrol-Turm und mit einer XXL-Rutsche. Oh, klasse. Und guck mal, da unten sind Rocky und Chase. Emma guckt sich das immer total gerne an. Hey, Chase, bist du das? Oder da ist doch irgendjemand drin, oder? Rocky, hey, Rocky. Warum reden die denn nicht? Ist da jemand drin oder nicht? Ich weiß es nicht, die sehen so echt aus. Also, Herr Grob, Herr Schulleiter Grob, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Das ist toll hier heute. Und sagen Sie mal, ist das jetzt ein Schulfest oder ist das Tag der offenen Tür? Eigentlich ein Tag der offenen Tür, aber es ist jetzt ein Schulfest. So gefällt es den Kindern halt besser. Also, Herr Grob, das haben Sie wirklich gut hingekriegt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es hier ein langweiliger Tag wird, aber Sie waren echt für eine Überraschung gut. Ja, die Idee kam von meiner Kollegin Frau Lieb. Sie hat immer so tolle Ideen. Und sie meinte, ein Tag der offenen Tür, das wäre ein bisschen zu langweilig. Und da hat sie anscheinend recht, weil dieses Schulfest ist doch grandios. Oh, wie lang diese Rutsche einfach ist und wie riesig. Hanna, wie wär's, wenn wir jetzt auch mal rutschen? Ich habe keine Lust mehr, hier in der Kommandozentrale zu sein. Okay, komm, Dave. Wir werden da richtig Stau verursachen. Vorsicht da unten, da kommen Hanna und Dave. Hey, das könnt ihr doch nicht machen. Hey, wir fliegen ja alle gleich raus. Also Kinder, das ist wirklich nicht sonderlich sicher, was ihr da macht. Vorsicht! Oh, Mama! Das war eine Bruchlandung. Oh, also ich glaube, da gibt es einige Sportverletzungen oder normale Verletzungen, aber das passiert halt bei so einer Rutsche. Ja, also ich hoffe, die Eltern haben auch kein Problem damit. Ich habe es im Elternbrief zwar als Tag der offenen Tür angekündigt, aber ich glaube, so gefällt es den Kindern halt ein bisschen besser. Das glaube ich auch, Herr Grob. Den Kindern gefällt es wirklich und ich denke, Julian wird begeistert sein, hier auf diese Schule zu kommen später. Wer als erstes oben ist, ich gehe jetzt die Rutsche hoch. Ich weiß, dass man das nicht darf, ist mir egal. Julian, das schaffst du doch sowieso nicht. Weißt du, wie lang diese Rutsche ist? Bin schon oben. Oh Mann, ich muss schon sagen, am Wochenende zur Schule zu kommen ist ziemlich cool. Wenn es nur immer so wäre. Wow!